Na und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt, meine Lieben. So, wir haben in der letzten Folge ein paar Kanoniere wieder ausgebildet. Wir haben uns schon eine kleine Flotte aufgebaut. Aber es wird so noch nicht reichen. Das heißt, wir müssen noch ein paar Soldaten ausbilden. Wir brauchen aber auch dementsprechend noch mehr Schiffe. So. Wir haben jetzt in der letzten Folge angefangen, Schmuck abzubauen. Heißt, wir werden auch Schmuck verkaufen und hier haben wir schon unsere kleinere Flotte. Also wir haben schon 5 Schiffe. Und müssen jetzt sehen, dass wir jetzt ihn hier fertig machen. Also er hat schon eine erheblich größere Flotte als wir. Aber wie gesagt, er hat nur große Handelsschiffe und große Kriegsschiffe. Sagen wir uns, so viele Schiffe hat er auch nicht. Das geht alles noch. Wir werden jetzt anfangen, also wie gesagt, das Schiffsbauprojekt ist im vollen Gange. Wenn wir noch eine Werft hinbauen. Hey, wir halten mal 24 Tonnen drin. Soldaten sind ausgebildet. Dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Boah, kiek dir nicht an, Junge, wie die den Schmuck verkaufen. Neue Soldaten sind verfügbar. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Machen wir auch. Eine Einheit wurde ausgebildet. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Sehr schön. Anker lichten! Neue Soldaten sind verfügbar. Eure in die Wanten. Oh. In die Wanten. Die Piraten. Soldaten sind ausgebildet.
Da siehst du wohl. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Setzt die Vorsegel! So. In die Wanten! Die Kriegsvorbereitungen laufen an, meine Lieben. Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. Sehr schön. Daher brauchen wir jetzt erst einmal Kanonen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ah, der liegt auch los. Setzt neuen Kurs! Setzt die Vorsegel! Gut, okay. Behalten mal. ...21 Tonnen drinne. Und gucken mal, wie viel war, ob wir jetzt nicht auch noch guckt. Wir haben jetzt meinen Preis ein bisschen erhöht. Ich bin gespannt, ob er das kauft. Aber das ist ein bisschen Gold haben. Aber müsste eigentlich klappen. Aber schön, dass ich jetzt hier auf der Arbeit lage. Aber es lohnt sich. Also wir haben gut gerade schon. Da ist er. Wenn man den Kick mit dem Gerät verkauft. Uiuiuiui, der hat schon eingekauft. Sehr schön. Haha, da kommt der nächste Händler. Der Rubel rollt. Der Rubel rollt jetzt. Nochmal eine Schmuck. Goldspiel aufbauen. Weil der Verkauf von Gold, von Schmuck, das Ding lohnt sich mal richtig, ey. Geile Meile. Sehr schön. Okay, jetzt
haben wir hier? Hier können wir nur... Hier können wir die Erzmühle hinsetzen, hier. Da können wir zwei hinsetzen. Guti. So. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Alter, guck ich dir an, was wir... Sehr schön, sehr, sehr schön. Da bricht die Pest aus. Aber da rennt der Pestdoktor rum. Da ist er. Man kann es nicht beschreiben. Also... Geil. Wir kaufen jetzt mal Erz ein. Oder hat er hier so viel Erz? Ja, hat er, sehr schön. Komm mal her. Und hol dir mal das Erz ab. Ja, die kleine Schiff hat er auch dabei. Solange wir uns nur mit den Rotnetzen beschäftigen, die Piraten haben wir ja im Schach. Sag mal, die bezahlen wir erstmal. Weil das Nest auszuordnen, das bringt das auch nicht. Die fahren trotzdem weiter rum, belästigen wir. Also werden wir uns mit den Piraten gut stellen. Geld, Auftrag, gut, komm her, jawohl. So, da war ein bisschen so eine Rot- Ihr Karte. Seid auf eine fremde Kultur gestoßen.
Ankerlichten! Setzt neue Kurs! Lass mich doch mal raus hier! Schön, hat mir das gebracht. ...2221 Einwohner. Ja, geil. Noch einer mehr, dann hätten wir genau 2222. So, jetzt Holz steigt wieder. Können wir hier auf. So. Damit wir schneller an Kanonen kommen. So, nächstes Schiff in Auftrag gegeben. Das nächste Schiff im Auftrag gegeben. Der Pirat eigentlich die roten Spieler mal an oder nicht? Setzt neuen Kurs! So, wir gucken jetzt mal hier, was wir hier auf diese Insel anbauen könnten. Weil im Grunde brauchen wir nun noch Kakao und Kleidung. Und wir könnten aber auch so Karten nehmen. Aber heißt wiederum mehr Nahrung, heißt wiederum mehr Versorgungsgüter aufzubauen. Da war mal eingeboren gewesen. Setzt neuen Kurs. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ihr seid auf eine Goldader gestoßen. In die Wanten! Noch mehr Gold. In die Wanten!
So, meine Lieben, da ist aber auch schon wieder die Folge rum. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt, wieder. Also, habt noch schönen Tag, schönen Abend und ich sage Tschüss, Renio, meine Lieben. Spielstand gespeichert.